Da sind wir wieder. Kleiner Location-Wechsel nebenher, denn ich wollte euch die furchtbar langweilige Reise nach Whiterun ersparen, die wir ja quasi eben erst in die andere Richtung gemacht haben. Ich wollte jetzt nicht direkt die Main Story weitermachen, beziehungsweise vielleicht gleich noch, aber wir hatten da noch so eine andere Quest angefangen auf dem Weg. Was bist du denn einer? Kommandant Kaios, aha. Wir hatten nämlich hier unten bei diesem Haargraven, da hatten wir den, wie heißt das Ding nochmal? Nesselfluch. Genau, Nesselfluch hatten wir besorgt. Und das Ding können wir jetzt der Priesterin geben. Die wollte das ja ganz gerne haben. Also laufen wir da doch einfach mal hin und Also gut, stecken ihr der das Herr ist ein Ding paar Zauber zu. sprechen. Das hier ist der Tempel, wenn ich mich Könntest du richtig mal erinnere. Ich einladen? weiß nicht, warum er mir den anderen Eingang anzeigt, aber an dem Eingang wird das genauso gehen. Hallo, Wache. Tschüss, Wache. Gut. Guten Tag, Danica, reine Quelle. Aha, Nun, hast aber habt ihr einen diesen interessanten elenden Namen. Na, bleib mal Hexenwagen stehen und guck Nesselfluch mich an, wenn ich mit abgenommen? dir rede. Mögen die Okay, Götter hier, uns. ich hab das Dings Oh, besorgt. nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Nun, Ist klar. ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles Weitere kümmern? Was? Du bist komisch, Frau. Na gut, was soll ich denn Ahnenschimmers tun? heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Mhm. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Okay. Das klingt nicht wahnsinnig Habe ich richtig kompliziert. gehört, Hallo? dass ihr Hallo, zum Maurice. Ahnenschimmer Hain reist? Oder so. Ja, Das Fieber! da wollte ich hin. Ich bin ein Reisender, ein Pilger. Ich folge der Stimme von Kynareth, wo auch immer man sie hören kann. Aha, na Ich gut. träume schon seit Jahren davon, Ahnenschimmer zu sehen. Darf ich an eurer Seite reisen? Ich verspreche auch, nicht im Weg zu stehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt erstmal keine Leute mehr eskortieren muss. Andererseits habe ich das Gefühl, wenn ich die nicht mitnehme, dann verpasse ich vielleicht irgendwas. Und das möchte ich nicht unbedingt. Ne, ich komme. Ich nehme den einfach mal Ihr mit. seid zu freundlich. Selbstverständlich bin ich freundlich. Du hast einen komischen Bart. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Schade. Och Mann, kann ich Ihr dem. braucht Nein, etwas? ich kann dem gar nichts sagen. Das ist ja super. Okay, vielleicht stirbt er ja unterwegs. Hat er Pech gehabt. Ist ja nur ein Pilger, der ist mir jetzt egal. Beziehungsweise, vielleicht kann er gar nicht sterben. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Weil er ein Quest-NPC ist oder sowas. Na, dann komm mal mit. Bleib nicht zurück, sonst lasse ich dich stehen, Freund. Du bist mir ziemlich wurscht gerade. Quatscht mich einfach an und möchte gerne mitkommen. Dann muss er auch mitkommen und nicht im Weg rumstehen und vor allem nicht zurückfallen. Sonst hat er Pech gehabt. Wo ist denn das überhaupt? Wo muss ich denn hin? Irgendwo da unten. Da, boah, das ist ja weit weg. Und da gibt es quasi nichts in der Nähe, wo man hinreisen. Na gut, man könnte nach Windhelm reisen und von da aus. Aber nee, ich glaube, ich gehe von Whiterun aus. Das ist vielleicht ein etwas schönerer Weg. Komm. Komm schön mit, komischer Pilger. Vielleicht kann ich dich unterwegs irgendwo sterben lassen oder so. Dann gucken wir direkt mal, was du drauf hast, Kumpel. Ich werde nämlich jetzt hier runterhüpfen. Ich weiß nicht, was du machst, aber wenn du das nicht tust, fällst du unter Umständen zurück. Und ich hoffe, du kommst dann noch mit. Er springt natürlich nicht da runter. Naja gut, mal gucken, ob er das hinkriegt. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, gucke ein bisschen zurück. Ich glaube, man bewegt sich gleich schnell, oder? Ja, sieht so aus. Och Mann. Kommt der vielleicht irgendwann nach? Man weiß es nicht. Da hinten ist er tatsächlich. Na gut, okay. Ich werde mich jetzt weiter auf den Weg machen und wie versprochen nicht warten. Ich habe nämlich keine Lust darauf, extra auf den Typen zu warten. Wenn er von einem Wolf gefressen wird, hat er Pech gehabt. Muss er sich einfach mal sputen. Irgendwie fließt das Wasser in eine komische Richtung. Das kann aber so rein von der Natur her irgendwo so nicht sein, oder? Müsste das Wasser ja quasi von hier irgendwie kommen. Tut's aber nicht. Ein sehr eigenartiger Fluss. Guck mal, der fließt sogar entgegen dem Strom. Das finde ich sehr faszinierend, okay. Naja gut, in der Welt von Skyrim, da funktioniert die Physik ein wenig anders. Da fließt auch mal der Fluss den Berg hoch. Oder so. Ist das da vorne? Ich dachte gerade, hier wäre eine Hase. Was zur Hölle? Ich sehe schon Sachen. So spät ist es doch noch. Er ist tatsächlich. Hat er mich quasi wiedergefunden. Ich sehe schon irgendwelche Dinge, dabei ist es noch früh morgens. Gott. Wie soll denn bloß der Abend werden so? Naja, mal gucken.
Weiß noch gar nicht, wie lange ich aufnehme. Noch habe ich Zeit. Ich habe ausnahmsweise mal Zeit. Es ist jetzt Wochenende, zumindest der Anfang vom Wochenende. Für mich ist jetzt schon Wochenende. Ich möchte keinen Lachs haben, glaube ich. Ego, habe ich mal wieder ein bisschen Zeit für eine längere Aufnahmesession. Das ist ja auch ganz schön. Was seid ihr denn da hinten für welche? Banditenanführer. Na dann, guten Tag. Wie geht's euch? Scheiße, wa? Rums. Oh, der hat einen bösen großen Hammer. Das ist natürlich nicht so schön jetzt. Rums und Rums und nochmal. Nee, nochmal nicht. Sind nämlich schon tot. Zumindest die beiden. So, Stahlhelm. Oh, der Stahlhelm ist natürlich viel wert. Das ist gut. Den nehme ich mal schnell mit. Im Kampf looten, kennen wir ja. So. Du kriegst nicht in die Fresse, weil ich treffe ich nicht. Das ist schade. Zack. Einer weniger. Wo ist der letzte? Na gut, dann loote ich halt erstmal, wenn der letzte sich versteckt. Auch egal. Wo ist er? Wo ist der letzte? Och nö, oder? Der läuft in den Kampf. Das muss aber eigentlich nicht sein, ne? Ach ne, den hatte ich ausgenommen und den anderen nicht, ne? Okay, gut, dann das bitte. Den Helm nehme ich auch wieder mit, der war ja viel wert. Und das reicht dann auch so. Jetzt läuft er zu dem Banditen und haut dem einen... Was zur Hölle? Ist klar. Zack. Jetzt hat der Schiss vor dem komischen Pilger. Ich krieg zu viel, ey. Herrlich. Na ja, gut. Wenn du meinst. Endnamitisten, dann war immerhin. So, es hat sich ja zumindest ein kleines bisschen gelohnt. Du bist ja awesome, Kumpel. Die laufen vor dir weg, die Banditen. Das nenne ich mal Pilger. Der hat bestimmt einen guten Ruf. Also einen guten Ruf in Anführungsstrichen. Bei den Banditen eher nicht. Der hau drauf, Pilger hier. Aber er ist trotzdem eher langsam. Langsam fängt auch an, das Headset auf meinem Kopf zu drücken. Ich wollte mir demnächst vielleicht mal ein neues Headset besorgen. Einfach aus dem Grund, dass das alte nicht ohrumschließend ist. Vielleicht mal so ein bisschen was für nebenher zum Diskutieren oder Bereden. Das ist ein bisschen nervig. Ich bin ja Brillenträger, das heißt, ich habe immer Probleme mit... Hilfe! Genug! Ich lasse euch leben. Diesmal. Im Ernst? Du wolltest mich jetzt gerade verhauen, weil du in meinen Feuerball reingerannt bist? Bei dir ist wohl irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ich laufe bestimmt nicht vor dir weg, so wie der Bandit gerade. Das hättest du wohl gerne. Ich bring dich um, wenn du das nochmal machst. Ich glaub's ja wohl. Wo war ich gerade? Ach ja, richtig, das ohrumschließende Headset. Ich habe ja aktuell so ein Sennheiser-Gerät. 160, BC 160, glaube ich, oder 161 oder sowas. Und das Ding ist halt nicht ohrumschließend. Und da ich eine Brille trage, ist das ein bisschen nervig. Das drückt halt ziemlich stark auf die Ohren und das tut nach einer Zeit schon ziemlich weh. Ich weiß nicht, ob die Leute sich das vorstellen können, die nicht groß mit Headsets spielen oder keine Brille aufhaben, aber das ist schon nicht schön auf Dauer. Sprich, bei so längeren Aufnahmesessions von einer Stunde oder so, da wird das schon ein bisschen schmerzhaft. Da habe ich mir überlegt, eigentlich könntest du dir ja auch so ein ohrumschließendes Headset kaufen. Das entsprechend qualitativ hochwertigere davon ist allerdings nicht ganz günstig. Und jetzt überlege ich, ob ich das tatsächlich kaufen soll. Sprich, ob ich so ein Ding mir besorgen soll. Oder ob ich vielleicht lieber noch ein bisschen mehr Geld ausgebe und dann ein Audio-Interface besorge. Dazu ein Großmembranmikrofon und dann nur Kopfhörer ohne Headset. Das wäre natürlich qualitativ hochwertiger. Und ein bisschen professioneller, wenn wir schon dabei sind. Allerdings, naja, es ist halt... Ich weiß es nicht. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, damit aufzunehmen. Aber es wäre natürlich grundsätzlich besser. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da im Moment so ein bisschen hin und her gerissen, was ich davon denn so tun sollte. Denn es ist beides etwas kostspieliger. Und ich als armer Student, das ist ja natürlich nicht so einfach, sich da irgendwie für die eine oder andere Sache zu entscheiden, ohne möglicherweise unnötig Geld aus dem Fenster zu werfen. So, sind wir langsam mal in der Nähe hier.
Nein, es dauert immer noch ein bisschen. Das ist traurig. Was haben wir da? Ein Fuchs. Okay, ich dachte, du wärst ein Wolf. Kommst du? Kommst du. Sehr gut. Der hält schon ein bisschen Schritt. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Muss ich hier über den Fluss denn rüber? Nein, ich kann auch erstmal hier unten weitergehen und dann da unten über den Fluss. Okay. Muss ja nicht so oft über den Fluss gehen. Beziehungsweise so wenig wie möglich. Ich sammle hier nebenbei die ganze Zeit Blümchen ein. Ich mag Blümchen. Ich muss demnächst mal wieder alchemitisieren. Alchemitisieren. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Leider, mehr oder weniger, leider verbraucht das ja dann deutlich mehr. Was zum? Geht's dir noch ganz gut da hinten? Bretone. Hallo, Bretone. Brauchst dringend mal einen aufs Maul, oder? Alter, was geht denn bei dem? Zack. Weg damit. So, okay. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Tja, wenn ich jetzt wüsste, was ich sagen wollte. Hey, das ist auch alles so schön viel wert. Ich nehme zumindest mal die Handschuhe mit. Leider, leider werden die Tränke schwerer als die einzelnen Zutaten. Das bedeutet, ich habe dann deutlich mehr auf den Taschen, wenn ich das Ganze zu Tränken verarbeite. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Und gerade hatten die Händler dann einfach irgendwann kein Geld mehr, um meine ganzen Sachen zu kaufen. Da habe ich gedacht, bevor ich jetzt anfange, daraus Tränke zu machen und dann mein Inventar wieder quasi damit zumülle, lasse ich es einfach bleiben und trage halt weiter die komischen Zutaten mit mir rum, was natürlich auch nicht so toll ist. Können wir da mal bitte wenigstens so nah ran, dass wir es auf der Karte markiert haben hier? Das finde ich super. Geht aber nicht. Dazu müsste ich über den Fluss. Aber das will ich nicht. Dann nicht. Dann eben nicht. Von mir aus, ich habe auch einen ganz anderen Auftrag aktuell. Da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal dran vorbei. Ganz, ganz bestimmt. War ich hier überhaupt schon mal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich war hier noch nie. Das ist noch ein Riesenlager. War das das Riesenlager hier? Das war auf jeden Fall, das weiß ich noch. Das war die Fläche, wo der Riese gegen den Drachen gekämpft hat. So, einmal bitte durch den Fluss. Nee. Kommt so langsam voran. Muss auch ein bisschen aufpassen, dass da keine komischen Schlachterfische sind. Wo ist jetzt der Dude? Hallo? Da hinten? Oh, er weiß wieder nicht, wo er hin soll. Naja, dann lass es halt. Du bist mir so egal, Kumpel. Hier, ihr seid mir nicht egal. Ich sollte vielleicht mit einer aktivierten Waffe... Autsch. Mit einer aktivierten Waffe reisen. Also nicht jedes Mal extra erst mein Schwert beschwören müssen, wenn ich angegriffen werde. Habe ich eine? Nein, ich habe keine Spitzhacke dabei. Schade eigentlich. Dann halt nicht. Na, wo ist er denn jetzt? Wir sind fast da. Ich werde ihn doch wohl jetzt nicht auf den letzten Drücker noch verloren haben hier. Och, Mann. Diese inkompetenten Begleiter immer. Führe was? Ach, das ist der Fluss oder Quelle oder was auch immer das sein soll. Da unten ist ein Häuschen. Da vorne sind wahrscheinlich Riesen irgendwo. An denen muss ich offensichtlich vorbei. Oh. Oh. Vorbei wird es auch sein. Ich werde nicht gegen die zwei Riesen da kämpfen. Zumindest jetzt gerade nicht. Ich sehe gerade schon, wie... Warum wippt das so komisch? Wie mein Begleiter gleich voll in die Reihen läuft und sich verprügeln lässt oder so. Vielleicht kommt er auch gleich wieder. Vielleicht wird er teleportiert, wenn ich in dieses Ding reingehe. Das ist doch eine Höhle oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ist das einfach so ein Baum, der in der Landschaft rumsteht? Erstmal die Waffe wegstecken. Ist ja gerade niemand. Da hinten ist, es wird mir auf jeden Fall schon mal hier eine Höhle angezeigt. Das heißt, das ist bestimmt irgendwie so eine Höhle, wo ich rein muss. Das ist da vorne schon die Höhle oder eine Höhle. Na, ich scheine da zu sein. Ahnen, Schimmer, Heiligtum. Da ist es doch. Und da hinten läuft wieder jemand. Was machst du da? Anbiet. Ums. Ich weiß nicht, was er versucht hat zu töten oder getötet hat, aber... Er hat auf irgendwas geschossen hier. Was? Da war doch gerade was. Ein Fuchs. Ja, herzlichen Glückwunsch. Er hat einen Fuchs getötet. Oh oh. Na gut. Du willst es nicht anders. Du kriegst auf die Fresse. Drache. Das ist nur einer. Und er kämpft gerade gegen einen Slaughterfisch oder so. Oh oh. Oh, jetzt geht mir natürlich das Mana. Oh.
Da ist er wieder. Ich benutze mal den Feuerblitz und muss mal gerade, zack, die Zeit ein bisschen anhalten. Vielleicht schaffe ich es ja noch, den Drachen zu töten, bevor der Pilger getötet wird. Tatsächlich. Der Meisterpilger. Na dann. Gut, Drache. Hier gibt es noch ein paar Schuppen und Knochen, die ich nicht alle tragen kann. Schade. Beziehungsweise ich guck mal, was ich hier wegtun kann. Erstmal den Bogen, dann den Fuchspelz und jetzt sind wir fast schon wieder so weit. Handschuhe vielleicht? Die Handschuhe? Ja, komm, die Handschuhe. So, weg damit. Und eine neue Drachenseele. Wuhu! Was ist denn da? Oh, der arme Wolf. Och. Och, oh, bleib mal da. Was machst du da? Was machst du da? Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? S steht da. In deinem Untertitel steht S. Red bitte, was man dir gesagt hat. Inkompetenter Pilger, kann nicht mal. Egal. Gut. Drachenseele, da fällt mir was ein. Ich speichere mal gerade. Ich wollte doch auch mal wieder ein paar Drachenschreie freischalten. Was haben wir denn da Schönes? Eisform. Friert ein. Frostatem. Das macht wahrscheinlich dann Schaden, schätze ich mal. Dann lass uns doch mal die Eisform freischalten. Ich habe 7 Drachenseelen. So. Zack, zack. So, meins. Haben. Den probiere ich natürlich nicht jetzt aus. Da drin sind bestimmt irgendwo Gegner. Das wird schon passen. Dann können wir das da drinnen ausprobieren. So, einmal bitte die ganzen Blümchen mitnehmen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Blümchen mitnehmen könnte schon irgendwann dazu führen, dass ich nicht mehr genug Platz habe. Oh, es ist tatsächlich so eine... Ist die Gegner drin? Direkt so. Ich meine, ich habe den Pilger dabei. Es ist... Der Pilger wird doch nicht hier hingekommen sein wollen, wenn hier irgendwo große, böse Dämonen lauern, oder? Vielleicht ist er selber ein großer, böser Dämon. Hier sieht es aber friedlich aus. Hier sieht es grundsätzlich sehr hübsch aus. Oh, und das da oben sieht wie der Baum aus. Okay. Da vorne ist einer. Aber der sieht auch nicht aus wie ein Bandit. Ich gehe mal zu ihm hin. Hallo. Oh. Seid ihr auch hier, um die Sehenswürdigkeiten dieses herrlichen Heiligtums zu bewundern, so wie ich? Wahrhaft bemerkenswert, nicht? Jo, würde ich sagen. Guten Tag. Bitte beeilt euch. Kann ich mit dir reden? Nicht? Schade, dann wohl nicht. Oder? Drehst du dich jetzt um und ich kann mit dir reden? Nein. Okay, dann nicht. Und du? Du bist ja auch noch hier. Oh, ein Buch. Ein Restoration-Buch. Hallo, Asta. Ist es nicht erstaunlich, etwas derart Schönes an einem Ort vorzufinden, der so trostlos ist wie die vulkanische Tundra? Ja, wunderschön hier. Ihr befindet euch im Ahnenschimmer-Heiligtum. Nur ein kleiner Einblick in die Schönheit, die Kynare zu bieten hat. Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Mhm, alles ganz schön hier. Ja, obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Okay, warum denn nicht? Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren. Mhm. Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt. Okay. Die Gerüchte waren wahr. Ich flehe euch an, fügt dem Baum keinen Schaden zu. Das würde nur Unheil bringen. Das ist aber meine Quest, gute Frau. Das ist meine Quest. Es ist wie in meinen Träumen. Oh, schön. Gut. Dann ist das wahrscheinlich jetzt eine blöde Idee, aber ich mache es trotzdem. Das war meine Aufgabe. Ich werde jetzt hier diesen Baum angreifen. Quasi. Oder so. Also hier. Und da komme ich jetzt nicht durch. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Du bist immer auch da. Dann werde ich das vielleicht so. Und jetzt. Zack. Tatsächlich. Es funktioniert. Awesome. Rah. Sterb. Stirb. Baum oder so. Okay. So. So. Speichern. Wo bist du? Kommst du? Nicht? Warum stehst du da unten so doof in der Gegend rum? Ich wusste nicht, dass ihr so gewalttätig seid. Welche Absichten habt ihr an diesem heiligen Ort? Ich brauche dieses komische Harz.
Ihr würdet diese Wunder Kynarets für solch einen Mischlingsstumpf in Weißlauf schänden? Das ist widerwärtig, barbarisch. Da mache ich nicht mit. Du standest daneben, als wir das besprochen haben. Tja, okay. Habt ihr denn eine bessere Idee? Nun, ja, es gibt etwas. Erzähl. Der Baum im Tempel wird dadurch nicht wiederhergestellt, aber wir könnten ihnen einen neuen bringen. Okay. Folgt mir. Ich glaube, ich kann den Baum überreden, uns zu helfen. Och, guck mal. Machen wir mal. Komm, geh mal hoch. Schauen wir mal. Du willst den Baum überreden. Na gut. Quick save. Überrede mal den Baum. Du fliegst. Ahnenschimmer hat uns einen jungen Baum geschenkt. Oh. Ihr solltet es nach Weißlauf bringen. Danica wird sehen wollen, dass die wahren Segnungen der Natur in der Erneuerung und nicht in sklavischer Tradition liegen. Okay. Na gut. Ich werde hier bleiben und noch ein wenig die Wärme von Ahnenschimmer genießen. Macht das. Viel Glück auf euren Reisen. Möge Kynarets Wind nur die süßesten Düfte tragen. Mhm. Na gut. Warum kann ich nicht rennen? Jetzt kann ich wieder rennen. Okay. Es ist wie in meinen Träumen. Ich finde das auch besser. Ich wollte das Ding gar nicht kaputt machen eigentlich. Also, ich dachte auch, ich nehme nur so ein bisschen Harz und dann läuft das schon. Und dann, das wird auch den Baum nicht stören. Aber offensichtlich wäre das ganz böse, wenn ich das mache. Ergo machen wir das einfach nicht. Und das sollte ja auch, ich meine, jetzt hat sie einen schönen kleinen Baum, die soll sich mal freuen, hat sie was zu tun, da kann sie einen großen Baum ihr züchten. Ihr wisst ja nicht, womit ihr es zu tun habt. Wenn ihr den Baum etwas wird es Moment. Verlasst diesen Ort. Ihr seid hier nicht mehr willkommen. Mi. Ich habe deinen Baum gerade gerettet. So. Okay. Ist abgeschlossen, wir müssen zurück nach Weißlauf. Dann wollen wir doch mal. Unterwegs überlege ich gerade, da war ja wieder ein neuer Drache. Der ist ja quasi respawned oder so, wie auch immer man das gerne nennen möchte. Ist jetzt auch sein Schatz wieder da? Da war ja da oben auf dem Berg, da waren wir ja schon mal. Da war ja auch so ein komisches Drachengrab. Ist da jetzt vielleicht neuer Loot in der Kiste? Da sind ja immer so Kisten, so tolle. Da gehe ich, glaube ich, nochmal gerade gucken. Kann zwar aktuell gerade nichts mehr tra... Oh, gut. Irgendwie geht dieses Mal mein Rennen aus, wenn ich hier rauskomme. So, jetzt könnten wir das doch gerade mal ganz kurz... Das ist doch da hinten. Da schauen wir doch dann einfach mal kurz nach, ob es da neuen Loot gibt. So, und ich hätte gerne, Moment, in meiner Haupthand wieder... Wo ist es denn? Ich will gar nicht. Okay, dann ist das hier. Ich möchte gerne wieder mein Schwert beschwören können. So, dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Oh, hier war Alduin offensichtlich auch schon mal und hat hier einen Drachen wiederbelebt. Na gut. Das war aber nicht der Drache gerade, oder? Nee, ich habe Alduin hier nirgends gesehen. Das kann ja gar nicht sein. Oder war das beim letzten Mal, wo wir hier gekämpft haben, der entsprechende Drache? Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her. Vielleicht gucke ich mir die alten Videos nochmal an. Wobei ich mir eigentlich meine Videos selber nie anschaue. Habe ich früher ganz am Anfang mal einfach so, gefallen mir die Videos? Ja, nein, vielleicht. Und wenn nicht, dann töten. Also das Video. Und inzwischen mache ich das schon gar nicht mehr. Ich rede so viel Blödsinn, ich glaube, ich würde kein einziges Video für würdig erachten, auf YouTube zu landen. Ergo, gucke ich es mir einfach gar nicht mehr an. Und man redet inzwischen ja auch schon quasi automatisch. Früher habe ich noch am Anfang mir so überlegt, was könntest du sagen? Und dann habe ich mehrere Takes gemacht für den Anfang eines Videos und so Geschichten. Und inzwischen, dann wird angeworfen die Aufnahme und dann wird drauf losgequatscht. Und dann kommt das bei raus, was ihr hier immer schön hört. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Video-Introductions immer fürchterlich. Ich hasse Video-Introductions, ich kann das nicht. Es macht mir auch... Das ist immer das Schlimmste an einem Video. Hier sind tatsächlich irgendwelche komischen Sachen drin. Die habe ich da aber, glaube ich, reingetan, oder? Ich glaube schon. Wenn ich das Ding mitnehme, kann ich das vielleicht gegen irgendwas Gammeliges austauschen. Hallo? Da will ich hin. Dankeschön. So.
Nein, kann ich nicht. Die Drachenschuppen sind tatsächlich das, was am wenigsten wert ist hier. Ich könnte natürlich zwei von den Helmen wegtun. So, nehmen die Drachenschuppen lieber mit. Den komischen Schrei hier hatte ich aber, ne? Ja, sieht gut aus. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück nach White Run. Das werden wir aber nicht machen, indem wir einfach denselben Weg wieder zurückgehen, sondern Windhelm und von da aus mit der Kutsche weiter. Dann haben wir quasi einen kleinen Kreis gemacht, einen kleinen Rundweg. Und das war doch dann auch hoffentlich ein kleines bisschen spannend. Einmal nochmal speichern. Ich weiß, ich speichere viel zu viel, aber das hat sich irgendwie bei mir so eingebrannt. Kennt ihr das? Wenn man einmal anfängt, ständig Quicksave zu benutzen, dann kriegt man das nicht so schnell wieder raus. Dann fängt man an, ständig Quicksave, 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 vielleicht noch Quicksave, da nochmal ein Quickload, weil man ein bisschen Schaden genommen hat oder so Geschichten. Ich kenne das aus Ego-Shootern sehr, sehr, sehr gut. Früher. Hoppala, was war das denn? Ein Wolf. Früher, als die Ego-Shooter noch keine regenerierenden Lebensanzeigen. Ein regenerierendes Leben hatten. So. Ach, shit. Beschworenes Schwert. Habe ich doch als Quick-Dings. Als sie das noch nicht hatten. Da war ich ja jetzt gerade bei. Da habe ich auch sehr, sehr viel gequicksaved. Im Prinzip fast vor jedem Kampf oder so. Teilweise auch zwischen den Kämpfen, wenn ich gerade in Deckung war. Und. Oh nein, zu viel Schaden genommen. So viel HP verloren. Nein, ich mache das nochmal. Quickload und das Ganze nochmal von vorne. Ich habe mir das schon sehr, sehr, sehr stark versucht abzugewöhnen. Allerdings hat sich das jetzt wieder so ein bisschen verschlimmert, dadurch, dass damals Skyrim immer ständig abgeschmiert ist. Und jetzt habe ich gerade doch wieder zu viel dabei. Das ist ja super. Jetzt muss ich quasi die Drachendinger doch wieder wegtun. Crap. Na gut, tue ich halt eine Drachenschuppe wieder weg. Dadurch, dass Skyrim ständig abgestürzt ist, habe ich das natürlich jetzt quasi wieder drin. Ich habe sehr, sehr oft gequicksaved, einfach um keinen Progress zu verlieren, nicht um irgendwelche Kämpfe quasi nochmal besser machen zu müssen, aber das ist natürlich grundsätzlich auch nicht unbedingt so schön. Warum sind hier überhaupt so tausend viele Wölfe? Was ist hier für eine Gegend? Alles voller Wölfe. Vor allem so komische Standardwölfe, da lohnt sich immer fast gar nicht, irgendwas zu zaubern, also ein Schwert zu zaubern. Hallo. Soldat der Sturmmantel. Männer oder so. Hinten ist schon der Stall. Sind wir ja fast da. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Oder? Laufen wir wieder über den Berg. Hier bin ich doch damals vorbeigekommen, als ich meine Aufnahmen mit dem Krieger gemacht habe, oder? Hier bin ich doch auf dem Weg zur weißen Fiole und dann habe ich diese Spinne getroffen, als ich gerade mitten am Quatschen war. Irgendwie sowas, wenn ich mich richtig erinnere. So, da ist auch schon die... Okay, ich dachte, da wäre irgendwas. Das war nur eine Krähe. Guten Tag, Alfarin. Ich möchte gerne eine Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Zurück nach Weißlauf, bitte. Wenn das geht. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Kostet nicht mal was. Also, ja, gut, es kostet was, aber 20. Es ist eine günstige Strecke. Genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstad. Und zurück in White Run.